Meine neue Schadstoffreihe möchte ich mit den schädlichen Faktoren, die bei uns zu Hause auf uns warten, beginnen. Holzspanplatten können leider krebserregendes Formaldehyd ausgasen, besonders wenn sie aus Billiglohnländern stammen, die keine Umweltstandards haben. In Kunststoffen, zum Beispiel auch Bodenbelägen, können hormonverändernde und krebserregende Weichmacher auf uns warten, zum Beispiel Isocyanate und Phthalate. Natürlich ist immer noch in vielen Stoffen das PVC, Polyvinylchlorid, enthalten, das sehr giftig ist. Besonders in Teppichen aus Entwicklungsländern sind oft noch Insektizide und Fungizide enthalten, die mit der Zeit auch ausgasen. Gesundheitsgefährdende Stoffe sind außerdem in Klebstoffen, Lacken und Farben immer noch enthalten. Daher bitte nach Möglichkeit immer draußen benutzen oder sehr lange lüften oder am besten gar nicht benutzen. Eine große Gefahr sehe ich auch in den Nanoteilchen, die einfach ganz anders wirken als große Partikel. Die Nanoteilchen können sehr schnell und sehr einfach in unseren Körper gelangen und haben eine viel höhere chemische Reaktivität. In Computern und Möbeln sind oft Flammschutzmittel enthalten und diese enthalten Halogene wie Fluor und Brom. Diese bringen den Hormonhaushalt durcheinander, können die Erbsubstanz schädigen, können unfruchtbar machen und sind krebserregend. In den 1980er Jahren gab es den größten deutschen Gerichtsprozess gegen einen Hersteller, und zwar ging es damals um das Holzschutzmittel Pentachlorphenol, auch bekannt als PCP, und auch Lindan. Beide sind höchst giftig und die wurden tatsächlich daraufhin verboten. Das heißt, oft ist eben in älteren Möbeln dieses Holzschutzmittel noch drin und das kann immer noch nach vielen Jahrzehnten auch ausgasen. In heutigen Holzschutzmitteln sind Pyrethroide enthalten. Diese reichern sich allerdings auch im Körper an und rufen besonders Erkrankungen des Nervensystems hervor. Daher ist es ratsam, Holz am besten durch eine entsprechende Konstruktion vor den Witterungseinflüssen zu schützen oder mit natürlichen Mitteln wie Leinöl. Selbst Drucker können gefährlich sein. Aus Laserdruckern kommt nämlich vermehrt Feinstaub raus. Dass Schimmel ungesund ist, ist wohl weitestgehend bekannt. Dennoch möchte ich eine Liste vorlesen, um zu verdeutlichen, was durch Schimmel alles verursacht werden kann. Potenziell krebserregend, giftig für Nervenzellen, löst Müdigkeit aus, Unfruchtbarkeit, Akne, Fehlgeburt, Gelenkschmerzen, Bauchschmerzen, Vergesslichkeit, Angstzustände, Wortverwechslungen, Sehstörungen, Ohrgeräusche, Hautkribbeln, Haarausfall, Asthma, Augenreizungen, Zeugungsunfähigkeit, Genschäden, Infektanfälligkeit, Verdauungsbeschwerden, Hautentzündungen, Allergien. Und damit reiht es sich in die Reihe der Holzschutzmittel- und Lösemittel-Symptomatik ein. Eine Studie ergab, dass Schimmelpilze bis zu 600-fach mehr Gifte bilden, wenn sie Strahlungen ausgesetzt sind, wie Mobilfunk, WLAN und schnurlosen Heimtelefonen. Antihaftbeschichtete Pfannen, wie zum Beispiel Teflonpfannen, setzen beim Erhitzen giftige Stoffe frei, wie zum Beispiel Fluorverbindungen und Benzol. Wenn wir die eigenen vier Wände verlassen und außer Haus gehen, können wir auch darauf achten, was wir da mitnehmen. Behältnisse aus Glas? Ja. Das hier gibt's kostenlos, wenn du passierte Tomaten kaufst und das Glas einfach behältst. Das hier ist etwas teurer. Allerdings gibt es auch da eine kostenlose Alternative. Und zwar das hier. Und zwar sind das dann eben auch Gläser, die einfach von irgendwelchen Produkten übrig bleiben. Die halten in der Regel auch relativ dicht und man kann sie auch sehr gut senkrecht transportieren. Ansonsten kann man die auch extra kaufen. Das habe ich jetzt auch extra gekauft in einem professionellen Glasgeschäft. Und die sind auch relativ günstig, also die kriegt man unter 1 Euro etwa. Mit diesem Video möchte ich auf keinen Fall Angst schüren oder irgendeine Panikmache verbreiten, im Gegenteil. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, womit wir alltäglich umgeben sind, dass sich die Stoffe ändern, dass immer wieder neue Stoffe hinzukommen und dass wir einfach sehr bewusst damit umgehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Geplant ist eben eine Reihe daraus zu machen. Die sollte allerdings nicht allzu lang werden. Ich möchte nur die wichtigsten Themen aufgreifen. Und wenn es dir gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ciao! Antihaft beschichtete Pflannen. Bla 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 bla.